Oh mein Gott! Wir pimpen die alte Karre. Kein Plan, was passiert. Oh yeah! Guten Morgen erstmal. Morgen. Habt ihr gut genächtigt? Nö, haben durchgemacht. Geil. Hab ich eine Überraschung mitgemacht? Das ist, kein Brokkoli. Ja. Wow. Das isst du zum Frühstück? Aber ist jetzt nicht Geburtstag oder irgendwie sowas? Weißt du, wann ich Geburtstag habe? Das ist mein Geburtstag, ja. Das ist auch mein Geburtstag. Junior hat gestern ein Päckchen gekauft. Für 10 Euro kostet ein Päckchen Zigaretten. Hey, ich habe die nur gekauft für meinen Dad. Was hast du? Warum bringt jeder jedem Frühstück mit? Was ist das? Da habe ich aber eine ganz schlimme Geschichte mit. Ja, ja. Das ist auch richtig heftig. Ja, ja. Ich mache mal mich kurz auf, wenn es okay ist. Nein, ist kalt. Ich geh auch so rum. Der will mir irgendwas sagen? Glaubt er sich eigentlich? Dann lass ich die Tür hier offen. Nein! Drecksack! Du willst die Antenne abmontieren? Ja. Ja, okay. Also es gibt viele Sachen, die wir halt dem Lackierer, dem Folierer erleichtern können, dass sie halt, weil wir ein bisschen auch Zeitdruck haben, was den Folierer angeht. Ich bin immer bereit. Hast du zwei linken Hände eingepackt? Auch meine beiden linken Beine. Gut. Die sollen wir zwei linke Beine. Wie soll man. Nein, die Schuhe. Die Schuhe sind raus. Da ist keine mehr dran. Das können wir ran. Eins nach dem anderen hier. Guck mal, ich hab direkt wieder richtig. Direkt richtig gegriffen. Ich kann so gut die Größen von Müttern herausfinden. Ja, du kennst dich auch mit den Müttern. Ja. Mehrere Mütter. Ja, also nacheinander halt, ne? Nacheinander. Ja. Ist halt so, hat jeder seine Vorteile. Du stehst auf Mütter. Ja. Kannst du auch verstehen. In dem Alter ja, irgendwann. Der Thomas steht zum Beispiel auf Väter. Ne? Die Mütter sind komplett schrott. Komplett schrott. Ja. Hier geht's raus. What the fuck, ist einfach rausgebrochen. Ja, wunderbar. Das kannst du ja aufheben. Ja, wollte ich gerade sagen, man kann sich an die Wand. Nee, ihr könnt auch wegwerfen. Wir haben auch Fenster müssen. Die haben alles Mögliche in einer Wand kleben lassen. Ja, ja. Da ist auch nicht gespannt. Ja. Die sollen raus. Ja. Google mal. Na, google schnell. Bevor Dorian kommt. Ach, das muss gar nicht raus? Ja, ich habe ja gesagt, nur den Blinker. Ach so, okay. Ah, die Nase. Die Nase. Die Nase, die Nase. LOL. Was ist das? Natur. Was kann man immer finden in deinem Auge? Ist ja blau dahinter. Kann Zahnarzt werden. Ja. Hat viel Übung gehabt, der Thomas. Macht er mal bei seinen eigenen Nippeln. Das hier soll ab. Jetzt. Krass, was für ein simples Hier, ne? System das ja. ist. Ja. Licht. Das sieht aus wie ein Zehner. Das ist wirklich ein Zehner. Du hattest recht. Ich schätze Mütter. Oh mein Gott! Oh, du bist was ist passiert? Ich wollte mich reinsetzen, aber da ist ja ein riesiges Loch. Den Whirlpool habe ich komplett außer Acht gelassen. Hast du einen nassen Arsch? Nö, ne, ist hier drauf. Schade. Ja, da darfst du dich nicht so drauf sitzen. Danke. Gerne. Kannst du mir mal einen 31er holen? Damit kennst du dich aus. Das ist ein Widerstand. Boah, ich würde mich schon wieder reinsetzen. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht so gut, aber ich glaube, das ist der Durchbruch wirklich ein Elber. Das war nicht gut. Was? Jetzt ist der Elfer reingefallen. Elfer ist reingefallen? Ja. Kein Scheiß. Da kommen wir erstmal nicht mehr dran. Nee. Wir haben noch dieses Magnetdings. Wo ist das Magnetdings? Ja! Wo ist das? Suche es mit einem anderen Magneten. Ist das das? Hey, ich sehe es von weitem. Ja. Scheiße. Ey, es ist unglaublich, egal wo man reinleuchtet. Ja, hat immer schon Herz für Tiere. Selbst hier hinten sind Nüsse. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Da rein. Ja, das kriegst du nie wieder. Es war eine Elva, so ein Ding. Ja, es gibt nur noch so eine richtig dicke Elva, aber die ist, glaube ich, zu dick. Um an die Mutter ranzukommen, muss ich noch mal durch so ein Loch, ein kleineres Loch. Ah. Mit der Nuss. Jetzt weiß jeder Bescheid. Wenn ich eine Nuss wäre, wo wäre sie? Ich fühle sie nicht. Die bin ich auch noch verliert. Jetzt haben wir keine mehr. Und das Problem ist, die Mutter ist hinter einem kleinen Loch. Ja, schraubt ihr auch noch das richtige Loch? Okay.
geht noch besser. Nein! Die Mutter ist gefallen. Ist mir leid. Lass sie einfach ziehen. Alles klar. Das ist die einzige Stelle in dem Auto ohne Nüsse drin. Das stimmt. Boah. Wäre super funny, wenn hier auch Nüsse rauskommen würden. September. Hier muss Alex filmen. Ich hab die Aussicht. I wanna drown inside this. Das ist einfach eine Message. Ist das gerade Wind? Ich könnte aber einen Dorian filmen. Ich glaube, hier oben ist nicht so spannend. Kommst du raus? Der Dorian kann was. Das heißt, das kommt jetzt auch hier hinten zu den ganzen Ersatzteilen, ne? Hier meinst du? Ja. Nein! Ey, das sind richtig gute Corona-Maßnahmen. Ich arbeite hier oben, in die Scheibe. Und Dorian hier und. Alter, gönnt euch mal, was hier oben drauf ist. Ein ganzes Buffet hier einfach für eine. Was ist das? Ein Eichhorn. Das ist alles wie so kleine Operationen hier, ne? Ja, so Surgeon Simulator. Da kommt sie raus. Hast du was gemacht und da ist es schon. Was ist das? Diese für die Rückscheibe. Alter, so ein moderner Sonator. So. Und das ist eine saubere Bude. Was ist mit dir? Das ist ganz geil, da können die Omis direkt immer staubsaugen parallel. Sehr asozial gegenüber. Hä, wieso? Omis räumen mega gerne auf, machen gern sauber. So haben die Rollator plus Staubsauger in einem. Ist doch super praktisch. Bist du gerade wirklich ein Granny-Simp? Ein Granny-Simp? Das hat doch nichts mit Simp ein zu tun. Granny-Simp, das ist sehr Granny-Simp. Nee, nee, ich bin nicht Granny-Simp. Wenn, dann bin ich überhaupt Milf-Simp. Granny-Simp geht mir zu weit. Grandpa-Simp? Wir haben überhaupt keine Nussbäume oder Nusssträucher bei uns in der Gegend. Wo kommen die ganzen Nüsse her? Ich verstehe es wirklich nicht. Aber wird das nicht alles vergänglich und wird nicht Metall irgendwann zur Natur? Vielleicht ist das einfach nur altes Blech gewesen, das mittlerweile Nuss geworden ist. Das ist das Dümmste, was du jemals gesagt hast. Ja, das stimmt, Frau. Ey, kannst du mal den Wagen kurz verschieben, Ju? Natürlich, lieber Gilfchen. Sehr gut. Aber woher weiß man, ob die Dinger richtig drunter sind hier, diese Füße? Das sag ich dir, man macht einfach und dann wartet man ab, dass Dora noch mal kontrolliert. Muss das auf die sogenannte B-Säule? Die hier? Ja. Nein. Das eine ist doch das gerade, du kannst jetzt einen schlauen Kommentar machen. So, hoch damit. Oh, was war das? Pippa. Guck mal, alles hebst du nur. Mit dieser einen Hand. Ja, so reicht viel Strom sparen ein bisschen. Noch ein bisschen höher. So eine kleine Kanone, die so rausguckt. Die kann so schießen, so. Piu, 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 piu. Könnte doch so eine Schweinenase sein. Was tust du? Die vorderen nur bitte. Natürlich, nur die vorderen. Oh, darf man den so werfen? Ich weiß gar nicht. Du hast 30 Jahre nichts gerochen und dann haben die ein bisschen rumgelasert und jetzt. Nicht gelasert, die haben es bestrahlt. Bestrahlt. Mhm. Und wenn du jetzt an so einer Blume riechst oder so, ist das für dich wie keine Ahnung, wie so ein. Ich rieche das auch, wie sagt man das, die Feuchtigkeit im Wald und so, alles super gut. Ja, wie das zusammenhängt, konnte mir auch keiner erklären. Kann sein, dass sie da irgendwas weggestrahlt haben, was da gestört hat. Vielleicht haben sie auch zu viel weggestrahlt. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen höher fahren, dass wir die vor unten auch lösen können. Ich habe gehört, das ist dein Job. Was denn? Ja, 5. Etage bitte. Jetzt fällt's runter. Die Brille von Among Us. Er ist ein Imposter. Das Helle ist wie die Brille von Among Us? Du bist doch komplett auf Pilze, oder? War echt schön, hat wieder Sommergefühle hochgebracht. Ich hatte wieder Lust, ein bisschen zu tanzen. Freunde, kennt mich. Da hinten auf dem Tisch liegt einer. Ach, das hat der gesnackt. Das ist immer so gut drauf. Ja, wer nicht probiert, der lernt nichts. Komm hier, beiß mal rein. Nee, nein, geh da nicht dran, geh nicht an diesen Pilz. Kannst du diesen Pilz essen jetzt? Ich meine, der ist ja so Weltreisender, der isst ein anderes als Pilze. Der isst auch Rinde von Bäumen. Echt jetzt? Ja, das ist so eine lustige Frösche. Ach so, die kleinen Leckfrösche. Diese LSD-Frösche. LSD-Frösche. Was ist denn hier los, Leute? Guck mal, nur der Dorian, der arbeitet. Ja,
Warum muss das jetzt hier mit Gewalt gelöst werden? Ich glaube, dass es so funktioniert. Eine Tugend ist, eine wichtige Tugend. Gewalt ist nie verkehrt. Ja. Gewalt ist toll. Ja. Ja. Merkt euch das, Kinder. Wenn ihr erwachsen seid, immer... Diese Sendung wird unterbrochen für eine kurze Werbung. Sie wollten schon immer wissen, wie man geile Autos pimpt? Dann schauen Sie jetzt Pimp My Auto, die beste Serie auf YouTube Deutschland. Ey, wartet mal, Conny ist wieder beim Pilz. Warum bist du wieder beim Pilz? Ich war doch behutsamer mit der Gewalt. Jetzt kommen wir wieder dran. Nüsse wieder hier drin sind. Sind schon wieder Nüsse? Das kann doch nicht, was ist hier los? Ja, und Kot von diesem Eichhorn. Ich saug Staub. Das ist irgendein Dreck, keine Ahnung. Was ist denn hier passiert? Was ist das denn? Ich weiß auch gar nicht, was unser Ziel eigentlich ist. Wir machen alles kaputt. Und dann kaufen wir den neuen Wagen. It's a prank. Ah, was fliegt denn da alles raus für ein Schlodder? Was ist das denn alles? Thomas wurde... Nach 50 Kilo leichter. Ja, ohne Witz, was fliegt danach? Spinnennest? Ja. Magst du Spinnen? Mögen tue ich ja auch nicht. Ach, ich habe Spinnenphobie. Also kommt auf die Spinne an, ne? Wenn die Spinne ein Skorpion ist, dann würde ich sagen... Und sowas hat Abitur. Aber du bist nie allein gefahren. Du bist immer Mitfahrer. Ich habe einen Namen für dieses Auto. Achinoa, was da für Tiere drin sind oder waren. Boah, das ist ja unglaublich. Das ist halt von unserem Poolbau, ne? Wir haben es einfach da versteckt. Dann kein Platz mehr, sorry, Dad. Der Thomas bräuchte definitiv eine Aufgabe, ja. Thomas, schnapp dir mal die beiden Hampelmänner hier. Und dann habe ich doch das Falsche hierfür. Ja, nee, du kannst doch so machen. Mach. Oh, was ist das? Okay. Ey. Hör ab, Alter, was fällt hier wieder? Ich mach hier auf analog. Mach mal analog. Ich fang mir einen Thomas. Du fährst mir einen Thomas. Ich fang mir einen Thomas. Du fängst ihn. Ja, will man nicht haben. Achso. Wir hätten vielleicht einen Botaniker zu Rate ziehen sollen. Auch hier, ne? Überall. Hier sind irgendwelche Gräser. Aber die Ritzen sind ja viel schmaler als die Nüsse selber. Wie kommen die denn da durch? Oha, da kommt das. Das ist der Eingang. Das ist der... Wenn du den hochklappst, kommt da raus. Meinst du, der ist immer noch drin, so komplett verstört? Ja. Das Eichhörnchen. Der guckt uns dann an und macht dann so. Das ist euer Problem. Das ist euer Problem seit einer Woche hier. Das ist ab. Arme Volvo sieht so verstümmelt aus. Ja, ne? Bah. Was ist denn das? Das kannst du im Museum spenden. Und selbst die würden sagen, verpiss dich damit. Ja, im Römer. Ist... Da stehen sie. Eigentlich so die letzte Vorbereitung fürs Folieren. Und du machst eigentlich alles nur kaputt gerade, oder? Erstmal ja. Das wird später nochmal dann schön schwarz lackiert. Ja, oder auch pink. Dann hat man einfach quasi Platz hier. Oder was willst du darin verstecken? Ja, Drogen.